In diesem Video wollen wir uns einmal mit der vollständigen Verbrennung von Alkanen befassen. Das heißt, wir wollen einmal schauen, was da chemisch passiert mit diesen Kohlenwasserstoffen, wenn man sie vollständig verbrennt. Welche Endprodukte entstehen und wie sieht die Reaktionsgleichung aus? Und weil das im Grunde nicht ganz so kompliziert ist, wie ihr gleich sehen werdet, will ich euch auch mal zeigen, wie man diese Endprodukte nachweisen kann. So. Aber steigen wir erst einmal Schritt für Schritt ein, schauen wir uns erst einmal an, was passiert, wenn man Alkane vollständig verbrennt. Und eine vollständige Verbrennung findet immer dann statt, wenn es genügend Sauerstoff für diese Verbrennung gibt. So, also findet eine vollständige Verbrennung von Alkanen statt, dann entstehen zwei Stoffe, Kohlenstoffdioxid und Wasser. Also CO2 und H2O entstehen dabei. Also gehen wir mal ein Beispiel durch. Nehmen wir mal an, wir verbrennen Butan, und zwar gehen wir auch von einer vollständigen Verbrennung aus und wir stellen zunächst einmal unsere Reaktionsgleichung grob auf, dann sähe diese wie folgt aus. Wir hätten hier auf der linken Seite einmal, klar, das Butan und natürlich elementaren Sauerstoff, denn der ist ja jetzt bei dieser Verbrennung ja von zentraler Bedeutung. Und wir haben eben schon gesagt, es entstehen CO2 und H2O. Was jetzt allerdings fehlt, ist das Ausgleichen der beiden Gleichungen, denn wir haben auf der linken Seite zum Beispiel vier Kohlenstoffatome, auf der rechten Seite aber nur eines. Und deswegen muss man also jetzt diese Gleichung anpassen und das ist für die Verbrennung von Alkanen gar nicht so kompliziert. Denn wenn ihr einmal genau hinschaut, dann seht ihr, dass alle Kohlenstoffe des Kohlenwasserstoffs hier beim Kohlenstoffdioxid beteiligt sind. Und alle Wasserstoffe des Kohlenwasserstoffs gehen eine Verbindung mit dem Sauerstoff hier ein und bilden H2O. Das heißt, man zählt jetzt hier links die Anzahl der Kohlenstoffe, das sind in dem Fall 4, und schreibt sie dann vor dieses CO2, nämlich 4CO2. Und man schaut sich an, wie viele H-Atome man hat, in diesem Fall 10, und schreibt die Hälfte allerdings nur vorne dran, weil wir ja H2 haben. Das heißt, wir würden hier 5 vorne dran schreiben. So, und wenn man dann also hier 4 CO2 hat und 5 H2O, dann muss man nur noch die Sauerstoffe zusammen addieren. Das sind hier 8 und 5, das sind zusammen 13 und man teilt sie durch 2. In diesem Fall sind das 6,5. Nun ist das für die Energiebetrachtung eine sehr sinnvolle Gleichung, wenn man hier eben nur eine 1 vorne dran hat bei dem Butan. Aber ihr seid es ja gewohnt in der organischen Chemie, dass man nicht mit diesen halben hier rechnet, sondern immer mit natürlichen Zahlen. Und deswegen erweitern wir die Gleichung mit 2 und dann erhalten wir 2 mal Butan plus 13 O2 reagieren zu 8 CO2 und 10 H2O. Und dann hat man seine Reaktionsgleichung aufgestellt und ist schon fertig. Und ja, die vollständige Verbrennung von Methan funktioniert dann eben ähnlich. Und man muss eben das Methan jetzt hier hinschreiben. Man schreibt wieder O2 dazu, reagieren zu CO2 und H2O. Und in diesem Fall ist es so, dass man nur 2 Sauerstoffmoleküle braucht für diese Verbrennung von Methan. Klar, man hat ja auch viel weniger Wasserstoff- und Kohlenstoffatome, sodass also auch weniger CO2 und H2O entstehen. Das ist ja eigentlich schon alles, was man zu dieser Verbrennung von Alkanen sagen bräuchte. Denn ihr wisst ja jetzt, was entsteht und wie man diese Gleichung ausgleicht. Aber ich will euch jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich euch ja von vornherein gesagt, es entstehen CO2 und H2O. Aber wir können uns ja auch vorstellen, wir wissen das gar nicht, was da herauskommt. Wir verbrennen einen Kohlenwasserstoff und wir merken zwar, dass da Gase entstehen, aber wir wissen nicht, welche das sind. Dann müssten wir ja noch herausfinden, welche das nun sind. Und gehen wir mal davon aus, wir haben einen begründeten Verdacht. CO2 als ein Gas und Wasser würde in diesem Fall bei dieser Reaktion zunächst einmal auch gasförmig sein, denn die Flamme ist ja so heiß, dass das Wasser sofort verdunstet und damit gasförmig vorliegt. Aber es würde dann zum Beispiel, wenn man das durch ein Reagenzglas leiten würde, irgendwo dann wieder kondensieren. Also man würde dann sehen, es bilden sich Tröpfchen. Da könnte man meinen, ja, vielleicht entsteht Wasser. Und wie weist man jetzt nach, dass also CO2 und H2O entstanden sind? Das will ich euch jetzt noch zeigen. Und wir beginnen einmal mit dem CO2 und das kann man zum Beispiel mit Hilfe der Kalkwasserprobe tun. Das macht man nämlich sehr gerne. Dazu nimmt man Calciumhydroxid, das seht ihr hier, Ca und dann in Klammern OH2.
Und dieses Calciumhydroxid wird in Wasser gelöst. Also wir nehmen eine Calciumhydroxidlösung und da wird jetzt das entstehende Gas CO2 eingeleitet. Und dieses CaOH2 ist erst einmal eine Flüssigkeit, durch die man auch hindurchschauen kann. Und wenn jetzt allerdings CO2 hinzukommt, reagiert das Ganze zu Calciumcarbonat und Wasser. Und dieses Calciumcarbonat setzt sich jetzt am Boden ab und es entsteht ein weißer Niederschlag und die Lösung trübt sich. Das heißt, wenn Kohlenstoffdioxid tatsächlich das Gas ist, das dabei entsteht und man führt es jetzt zusammen, also mit Calciumhydroxid in einer Lösung, dann entsteht Calciumcarbonat als weißer Niederschlag. Dann sieht man eine Reaktion, eben einen weißen Niederschlag und dann kann man sagen, okay, das Gas ist CO2. Das ist also der Nachweis vom Kohlenstoffdioxid und wie würde man jetzt Wasser nachweisen? Das kann man mit Hilfe von Kupfersulfat machen, nämlich CuSO4, das ist die hier Schreibweise für Kupfersulfat. Und dieses gibt es in einer wasserfreien Version und einer Version, in der das Wasser gebunden ist. Und das Tolle an diesem Kupfersulfat ist, es hat jeweils eine andere Farbe. Wenn nämlich das Kupfersulfat wasserfrei ist, dann ist es weiß. So wie wir es hier unten auf diesem Bild sehen, hier außen rum, dieses weiße Pulver ist wasserfreies Kupfersulfat. Wenn jetzt Wasser hinzukommt, dann wird dieses Wasser gebunden. Und zwar 5 Wassermoleküle in einem Kupfersulfatmolekül. Und die Farbe verändert sich von weiß zu, wie man es hier auch sehen kann, zu diesem hellblauen, also zu blau. Und also eine klare Färbung kann man sehen. Und wenn man also jetzt diesen zweiten Stoff, den wir jetzt bei dieser Verbrennung haben, also hier dem Kupfersulfat zuführen und wir bekommen jetzt diese bläuliche Färbung, dann wissen wir, es handelt sich hierbei um Wasser, also wir könnten damit dann also Wasser nachweisen. Und so verläuft also der Nachweis von Wasser, also mit Hilfe von entwässertem Kupfersulfat. Und eine Fotografie will ich euch noch zum Abschluss zeigen. Das hier ist nämlich auch Kupfersulfat. Ich wollte euch mal zeigen, hier können sich ganz schöne Kristallformationen bilden bei diesem Kupfersulfat in Verbindung mit Wasser. Das sieht man hier, also nicht so wie hier in Pulverform. Sondern Kupfersulfat richtet sich dann also kristallin aus und dann erhält man zum Beispiel solche, ja, Kristalle. Aber das hier nur mal so nebenbei, auch mal was fürs Auge. Und hier sind wir eigentlich am Ende dieses Videos angelangt. Und dieses Video ist ja Teil meiner Videoreihe zur organischen Chemie. Und das nächste Video ist das Video, also in dieser Videoreihe, zur radikalischen Substitution von Alkanen. Und also es geht um Halogenisierung der Alkane und der Link zu diesem Video befindet sich unten in der Beschreibung.